Was wären denn jetzt die Therapieformen, die du bei mir vorschlagen würdest? Wir haben ja vorher gehört im Vorgespräch, dass es 8 oder 9 Therapieformen gibt. Was wäre das jetzt, das, was ich machen müsste, um diese Thematiken wieder in den Griff zu kriegen? Also, klar, die Sache mit den Nahrungsergänzungsmitteln haben wir eben schon angesprochen. Wir werden jetzt doch am Anfang, weil jeder natürlich einen kaputten Magen- und Darmtrakt hat, also das Entscheidende ist vor allem die Darmblutschranke, die bei uns allen durch Pilze durchlöchert ist, weil unsere pH-Werte nicht stimmen. Wir haben das eben hier auch gemessen. Der hat auch nicht so ganz gestimmt. Mhm. Ja. Und durch den Stress, den wir einfach haben, ausgelöst. Also das heißt, dass wir die reparieren müssen. So, das geht am schnellsten, würde ich jetzt mal behaupten, mit dem von Professor Bill Nelson entwickelten System, mit dem SKIO, weil das sofort tief in die Eingeweide hineingehen kann, kann sofort diese Nervenplaques, die sich hier befinden, aber auch die Arterien oder auch die DNA der Schleimhaut entsprechend aufbauen. Wir müssen dann auch sehen, dass wir immer die Leber natürlich wieder hochfahren, weil wir IGA brauchen, das mit einer Schutzschicht den ganzen, die ganze Magenwand oder die Darmwand, vor allem die Darmwand überzieht. Mhm. Wir müssen aber auch die Energie dafür haben. So, also das heißt also, ich habe am Anfang meiner Laufbahn den Fehler gemacht, als ich aus der knallharten Schulmedizin kam und dachte, wenn ich jetzt schon diese Verfahren mache, muss ich genauso knallhart weitermachen. Ich muss knallhart entgiften, entsäuern und so weiter und habe fast die Menschen umgebracht. Ja, das ist also ein Riesenproblem. Wir können nicht den total an den Krücken gehenden im Prinzip zum Fallschirmspringen bekommen. Das heißt, wir müssen am Anfang den Körper energetisch erstmal so hochfahren, dass er in der Leber die Shuttles bauen kann, die Protein-Shuttles im Grunde genommen, um auch wirklich den Dreck entgiften zu können oder die Fett-Shuttles und so weiter. Ja? Sonst bleibt das Ganze im Körper hängen. Und wenn ich in der Phase, wenn jemand total kaputt ist, dann DMSO oder irgendwelche Chelatbildner gebe, um Metalle zu binden, das macht natürlich Sinn ab einer bestimmten Phase, dann bleiben nämlich beide drin. Ja? Das heißt also, das Metall mit dem neuen Material, was das Metall eigentlich entfernen soll, zum Beispiel. Ja? Oder wenn ich in der Anfangsphase zu stark entsäure, man darf nicht vergessen, dass selbst eine Säurebildung noch eine gewisse Kraft der Zelle produziert. Das ist nicht ganz ohne. Ja? Also sämtliche Umbauprozesse, die wir im Körper haben, laufen mit Radikalen, mit Versäuerung, mit leichter Versäuerung. Wir dürfen die nicht komplett wegmachen. Das ist so ein Stufenspielchen. Mhm. Ja? Es hat immer zwei Seiten. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Und ich halte es für total gefährlich, einfach nur Nahrungsergänzmittel reinzukippen, ohne Sinn und Verstand, ohne zu schauen, ab wann habe ich so viele Radikale abgefangen, dass das System auf Außenreize nicht mehr reagieren kann. Also das heißt, ich kann mich mit hochwertiger Nahrungsergänzung auch letztendlich krank machen. Natürlich, genauso. Essen kommt natürlich hinzu, dass wir heutzutage kaum noch abschätzen können. Und ich hoffe nicht, dass TTIP oder diese ganzen Verfahren hier hineinkommen. Also mit Transgenen, also mit fremden Genen auch noch, dann haben wir nicht nur eine Tumorrate bei Männern von 51%, wie im Moment, sondern haben wir 70%. Das hat Gaia mal hochgerechnet, ja, einer der berühmtesten Genforscher. Das heißt, wir wissen nicht, was wir mit der Ernährung wirklich essen, vor allem, wenn die Ernährung noch nicht mal mehr kennzeichnungspflichtig ist und wo sie wirklich herkommt. Ja, also da wird auch, selbst, denke ich mal, mit selbst Bio-Obst und so weiter eine ganze Menge an Schindluder getrieben. Ja. Also wir gehen lieber auf Nummer sicher und geben parallel Nahrungsergänzmittel, machen natürlich auch Ernährungsberatung, das geht überhaupt nicht anders. Ja.